Welche Übungen kannst du machen, damit du in Zukunft auf der Trompete leichter hochspielen kannst bzw. höher spielen kannst? Das klären wir in diesem Video. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai kommt Trompetentraining und heute beschäftigen wir uns erneut mit dem Thema Höhe. Welche Übungen kannst du machen, um höher zu spielen? Welche Übungen kann man machen, damit man leichter hochspielen kann? Und natürlich will man auch seinen Tonraum, seine Höhe nach oben erweitern. Im letzten Video zum Thema Höhe haben wir das Ganze trainiert anhand von der Dur-Tonleiter. Das heißt, wir haben uns eine einfache genommen, die F-Dur-Tonleiter, und haben da erstmal die ersten fünf Töne, also die Quinte, die erste, benutzt, um unseren Tonraum nach oben zu erweitern. Also hochspielen, fünf Töne, wieder runter und das Ganze mal laufen lassen. Wir erweitern auf den 6., 7., 8., 9. Ton und so weiter und so fort, um eben dann auch in die Höhe zu kommen. In diesem Video starten wir mit der ersten Übung, und zwar nehmen wir uns jetzt die Chromatik vor. Wir nehmen mal folgende Töne. Wir starten beim C2 und spielen eine Quarte nach oben zum F und wieder zurück. Und das Ganze auch schneller. Jetzt gehe ich in die Oktave nach oben. Und das Ganze mache ich natürlich dann dementsprechend auch schneller. Wenn diese Töne für den Beginn zu hoch wären, dann wähle ich tiefere Töne. Ich gehe dann zum Beispiel vom G1 aus, spiele an dieser Stelle dann von G1 bis C2, auch chromatisch, und wieder zurück. Meine Oktave ist dann dementsprechend auch G2 bis C3. Da kann sich jeder seine eigene Tonhöhe zurechtlegen. Man kann das Ganze auf dem Ton F starten lassen und so weiter und so fort. Also ich nehme immer ganz gerne eine Quarte für diese Übung. Das habe ich gut im Ohr. Und eine Quarte hoch und runter spielen, das bringt mich nicht an die Grenzen meiner Luft. Und somit kann ich das auch wirklich gut spielen, beziehungsweise auch ein zweites oder drittes Mal wiederholen. In unserer zweiten Übung, das ist eigentlich keine Übung, sondern eher ein Tipp, beziehungsweise ein Punkt, den wir gut an uns selber kontrollieren können, ist die Körperhaltung. Ich hatte damals, als ich mich auf die Solo-Konzerte vorbereitet habe, also Trompete und Klavier, mental für die Stresssituation Konzert vorbereitet. Und ein wichtiger Bereich dieser mentalen Vorbereitung war unter anderem die Atmung, aber die Körperhaltung, die natürlich damit einhergeht, auch. Wenn ich bei meinen Schülern kontrolliere, wie denn die Körperhaltung ist, wenn man sich hohen Tönen annähert, beziehungsweise was passiert im Stand oder im Sitzen, wenn ein Schüler weiß, er kommt jetzt an eine Stelle, die richtig hoch wird, dann passieren manchmal die kuriosesten Sachen. Manche Schüler lehnen sich stark zurück, manche machen die Arme von ihrer Körperhaltung auf einmal nach unten und drücken das Instrument aber auch mit den Armen in den Oberkörper hinein. Und das sind natürlich Punkte, auf die sollte man unbedingt achten, dass man diese eben nicht macht. Ein guter Tipp, den ich damals von meiner Trainerin erhalten habe, war zum einen dieses permanente Bewegen in der Hüfte, also dass man auch mal kreist, beziehungsweise sich nach vorne oder nach hinten lehnt, um einfach seinen Stand zu überprüfen. Der zweite Punkt in diesem Bereich war die Knie. Die sollten nicht nach hinten durchgedrückt sein. Das heißt, wenn man aufrecht steht, dann nicht die Knie nach hinten drücken bis zum Anschlag, sondern ruhig auch mal probieren, etwas in die Knie zu gehen. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, drücke ich die Knie nicht nach hinten durch, sondern bleibe in einem leicht federnden Stand, beziehungsweise ich bleibe hier feststehen, aber unbedingt darauf achten, dass man die Knie nicht nach hinten drückt. Der dritte Punkt, der noch ganz wichtig war, den vergisst man immer, wenn man aufrecht steht oder man denkt, man würde aufrecht stehen. Ein kleiner Tipp, man denkt, man hat hier hinten an den Haaren einen Faden gespannt, beziehungsweise man kann auch an seinen Haaren anziehen und zieht man so ein bisschen nach oben, um seinen Stand zu kontrollieren. Jetzt ist man aufrecht und dann kann man diese Körperhaltung auch
beibehalten. Also nochmal dran denken, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Also wir pendeln etwas in der Hüfte, bewegen unsere Hüfte wie beim Hula-Hoop. Wir gehen in die Knie, um zu gucken, dass wir nicht unsere Knie nach hinten durchdrücken. Darauf unbedingt achten. Und die dritte Übung, ein Bindfaden an der Decke zieht uns hinten nach oben und schon haben wir eine aufrechte Körperhaltung. Auch ganz wichtig, und das möchte ich nicht verpassen noch zu sagen, nicht ins Hohlkreuz stellen. Das kriegen wir aber ganz gut weg, indem wir unsere Hüfte kreisen lassen, beziehungsweise auch etwas links und rechts pendeln, nach vorne drehen. Also da unbedingt auch einmal den Stand, beziehungsweise auch im Sitzen kann man diese Übungen machen. Faden nach oben ziehen, man sitzt aufrechter, auch auf dem Stuhl die Hüfte kreisen lassen, da kriegt man auch ein gutes Gefühl. Wichtig beim Sitzen immer, beide Beine auf dem Boden, damit nicht die Beine überschränkt sind oder nach hinten gedrückt sind und so weiter und so fort. Aufrechte Sitzposition, gerne auch nach hinten gelehnt, damit die Muskulatur im Oberkörper etwas entspannter ist. Und auch beim aufrechten Sitzen ohne Lehne darauf achten, dass wir nicht ins Hohlkreuz gehen. Eine dritte Übung, die finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es auch wieder um das Thema Luft. Beziehungsweise vielleicht kennt ihr auch den Spruch, durch die tiefen Töne trainiert man auch die hohen Töne. Das heißt Höhe durch Tiefe. Und wer den Spruch kennt und sich damit beschäftigt, es geht in diesem Fall wirklich um die tiefe Lage, also alles, was unterm C1 liegt, wird trainiert. Nicht irgendwie die Töne aus dem Instrument rausdrücken, sondern diese Töne langsam und mit viel Luft, das heißt, dass ich in der tiefen Lage auch einen runden Klang habe, dann kann ich mir auch in der Höhe, dadurch, dass ich ja viel Luft benutze, eine Erleichterung antrainieren. Wir gehen mal runter, auch wieder chromatisch, von C1 nach unten zum kleinen Fis und wieder zurück. Empfehlen, diese Übung ganz am Anfang langsam zu machen. Natürlich muss man dann am gewissen Punkt nachatmen, aber wenn ihr im Auto keinen Sprit mehr habt, dann muss man dementsprechend auch zur Tankstelle auftanken oder eben nachladen. Dann auch beim Trompetespiel nachtanken, Luft holen. Wir machen das Ganze schneller und achten immer darauf, dass der Hals offen ist, dass die Luft gut fließt und dass der Trompetenton, den wir in dieser tiefen Lage haben, rund und voll klingt. Jawohl, immer im Forte-Bereich, Mezzo-Forte-Bereich, auch im Fortissimo üben, damit man immer sicher sein kann, dass genug Luft ins Instrument gepustet wird. Und immer dran denken, Ohren auf und selbst kontrollieren, wie klingt es bei mir in der tiefen Lage. Wer ohne Probleme diese tiefe Lage spielen kann, für den habe ich noch einen Tipp, bevor man in die Pedaltöne geht, nehmt doch das F noch mit. Natürlich ist es bei der Trompete so, dass wenn ich alle drei Ventile gedrückt habe, ich beim kleinen Fis ankomme, aber dadurch, dass ich hier einen Daumensattel und auch den Trigger noch rausziehen kann, kann ich den Ton nach unten natürlich noch erweitern, meinen Tonraum nach unten erweitern und schon bin ich beim F oder zumindest annähernd beim F. Bei manchen, wenn sie zu locker sind oder ganz locker spielen, natürlich auch schon tiefer als das kleine F, aber auch das ist der erste Schritt, seinen Tonraum nach unten zu erweitern. Ich mache es euch einmal vor. Ihr habt gemerkt, dann kommt ein Glissando wie bei der Posaune und der Tonraum geht nach unten noch bis zum gespielten kleinen F und dann nehme ich den Weg auch wieder nach oben. Jawohl, oder man kann es auch zwei, dreimal machen, Wiederholung trainiert natürlich nochmal zusätzlich. Wenn ihr diese tiefe Lage in diesem vollen Sound spielen könnt, versucht das Ganze auch nach oben zu übertragen. Dafür könnt ihr zum Beispiel die Übung Nummer 1 machen, die ich euch ganz am Anfang dieses Videos gezeigt habe. Aber ihr könnt natürlich auch nochmal aufs erste Video zurückgreifen und das Ganze anhand von den Tonleitern machen.
gerne immer F-Dur, ich mache es jetzt mal mit G-Dur, spiele nach oben, ab dem C3 mache ich etwas langsamer, gehe bis zum E nach oben und dann geht es wieder nach unten. Immer darauf achten, dass der Ton groß, voll ist und das Instrument mit viel Luft versorgt wird. Wenn man merkt, die Luft wird schon oben knapp und ihr habt es gerade eben bei mir auch gemerkt, das E wurde ganz schön flach vom Sound her. Ich habe gemerkt, oh, jetzt wird die Luft aber knapp. Dann unbedingt nochmal zwischenatmen, die Übung nochmal von vorne beginnen. Wenn ihr merkt, dass das E, das F, das Fis, je nachdem, was ihr für Töne oben erreichen wollt, heute nicht funktioniert, dann übertreibt es nicht, sondern nähert euch dem Ganzen dann schrittweise an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim C schon merkt, dass heute das D grenzwertig wird, dann macht nur einen Halbton, also zu Cis, und geht danach wieder aufs C zurück und die Tonleiter nach unten, damit ihr euch nicht fertig macht. Und immer ganz wichtig, Entspannungspausen machen, auch ein bisschen Bassing oder Bassing auf dem Mundstück, alternative natürlich auch tiefe Lage trainieren, damit man wieder Lockerheit in die Muskulatur der Lippe bekommt. Ansonsten, wenn ihr das gemacht habt, ruhig den Weg nochmal gehen nach oben. Ich mache es jetzt euch noch einmal vor. Diesmal gehe ich C, Cis, D, Dis aufs E, damit ich oben auch die Chromatik habe. Wenn ihr merkt, es ist heute einfach zu viel verlangt oder ihr drückt den Hals zu oder das Instrument stark gegen die Lippen, macht euch wieder auf den Rückweg, dann eher andere Sachen üben, technische Übungen, Luftübungen, Atmung und so weiter und so fort und mit etwas Abstand, zeitlichem Abstand, dann ruhig nochmal versuchen. Los geht's! Also auch die Chromatik da oben bringt uns Schritt für Schritt in kleinen Baby-Steps, Ton für Ton nach oben. Die Chromatik ist allgemein sowieso eine ziemlich gute Skala, um sich den Tonraum nach oben zu erweitern. Oft ist es auch kein bläserisches Problem, sondern da macht uns oft auch die Psyche einen Strich durch die Rechnung. Ihr kennt es vielleicht von früher oder ihr seid gerade jetzt genau auf diesem Stand. Ihr habt zum ersten Mal einen Ton über den Notensystem, das heißt in dem Fall das G2, oder zum ersten Mal den Ton oben drüber, die eine eigene Hilfslinie hat, das A2, und oft erreicht man das G zum Beispiel in dem Fall wunderbar, aber das A kommt partout nicht. Die Psyche macht uns einen Strich durch das Ganze, der Hals wird eng, wir drücken das Instrument ab, wir drücken den Ansatz und alles wird eng, die Arme, wie gerade eben schon erwähnt, alles spielt gegen uns und somit können wir den Ton natürlich nicht spielen. Das heißt, wir nähern uns dem Ganzen wieder über das Ass an, G, Ass, also leichte, kleine Schritte. Auch da brauchen wir unbedingt Geduld. Es geht nicht von heute auf morgen, also mit dem Fingerschnips ist das Ganze nicht getan, da braucht man schon etwas mehr Ausdauer und vor allem auch Disziplin, Durchhaltevermögen, aber tägliches Training genau dieser Punkte ist dann wirklich auch entscheidend. Also trainieren, eine Woche Pause machen und verlangen, dass es dann nächste Woche funktioniert, das klappt nicht, da muss man dranbleiben und zwar konsequent. Wenn ihr merkt, ihr startet mit den Übungen auf einem für euch bequemen Ton und bis ihr in die hohe Lage kommt, ist die Luft schon aufgebraucht, dann startet höher. Wenn ihr zum Beispiel, wie gerade eben diese Übung auf dem G1 habe ich begonnen, G-Dur in dem Fall, nicht bis oben hin die Luft reicht, dann startet doch weiter oben, nehmt euch nicht die G-Dur, sondern dann zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter und startet auf dem C2, dann sind wir schon mal 4 Töne höher und dann können wir den Tonraum oben genauso wie vorhin auch über diese Übungen erweitern, also C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G und auch wieder den Weg zurück antreten, je nachdem auf welchem Stand ihr euch befindet, das Ganze auch in die tiefe Lage oder in die noch höhere Lage übertragen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem zweiten Video zum Höhentraining neue Impulse oder neue Ideen für Übungen für euer Höhentraining geben. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders und es hilft dem Trompetenkanal auch größer zu werden. Ich freue mich auf ein nächstes Video nächste Woche. Bis dahin und ciao!